Let's start again. Moin, ihr Zwerster und Zwersterinnen und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part von Minecraft Code Mode. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, liebe Freunde. Wir befinden uns hier gerade an diesem riesengroßen Elementar-Eistempel oder was auch immer das sein soll. Hans hatte mir ja gestern erzählt, dass hier irgendwie in der Nähe dieser Tempel sich befinden soll, in dem ein Teil vom Weltenkern vorhanden sein soll oder ein Elementarteil des Weltenkerns. Ich habe keine Ahnung. Ich habe mir nur erstmal jetzt überlegt, bevor ich da oben in dieses riesige Ding reingehe, wo ich nicht weiß, was dort auf mich lauert, gucke ich mich einfach erstmal hier unten um, ob hier noch irgendwas zu finden ist, außer eine Fliege, die auf dem eingefrorenen See herumläuft und einer Menge Monster, die sich hier irgendwie in der Nähe befinden. Hier sind auf jeden Fall ziemlich viele Fliegen. Das sieht so aus, als wenn hier irgendwas Stinkiges oder so in der Nähe wäre. Ich habe keine Ahnung. Ich laufe jetzt einfach erstmal hier unten eine Runde, um mal zu gucken, was... Oh, was ist das denn? Das sieht aus wie ein riesiges eingefrorenes Skelettmammut. Hier ist ein eingefrorenes Skelettmammut. Hier ist einfach ein Mammut im Eis eingefroren. Eieiei, okay, das ist aber riesig. Okay, dieser Tempel, ich weiß jetzt nicht, ob der schon lange hier ist oder ob der erst seit kurzem hier ist. Ich habe keine Ahnung, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass so ein riesiger Tempel erst seit kurzem hier ist. Den muss ja irgendjemand erbaut haben. Das ist auf jeden Fall ein ziemlich, ziemlich großes Teil. Okay, ich werde mich jetzt mal auf den Weg da reinmachen. Ich gehe jetzt einfach mal hier entlang. Oh, da ist noch eine Spinne. Die hole ich mir aber jetzt mal eben schnell. Komm mal her. So, zack. Sehr schön, direkt einfach hier mal einen One-Hit gegeben. Und dann gucke ich mich jetzt mal da in dem Tempel um. Vielleicht finde ich ja das, was Hans gesagt hat, was ich suchen soll. Da werde ich jetzt einfach mein Bestes geben und gucken, ob wir da irgendwas finden können bezüglich dieses Eisweltenkerns oder, ich weiß nicht, Elementarweltenkernstück. Ich habe keine Ahnung. Hans wird mir schon nachher sagen, wenn ich hier irgendwas finde, was das ist. Und dann müssen wir mal gucken hier. Also da, okay, da scheinen auf jeden Fall irgendwelche Wächter im Tempel zu sein. Ich sehe es schon vom Weiten. Frostwächter. Okay, hier scheint irgendwas bewacht zu werden. Weil warum sollte man sonst hier Wächter haben? Okay, und die sind auf jeden Fall auch aggressiv. Oh, ich muss ein bisschen aufpassen. Nicht an mich rankommen lassen vielleicht. Eieiei, halten die viel aus. Uiuiui, okay. Die halten aber viel aus. Ich habe ja eigentlich ein ziemlich starkes Schwert. Aber dass ihr so viel aushaltet. Uiuiui, oh. Aber gut. Reinhauen tut er jetzt nicht besonders krass. Da muss ich mir keine Sorgen machen. Muss sie halt einfach nur ein bisschen auf Distanz halten. Und hier geht's hoch. Dann gehe ich jetzt einfach mal weiter hier in diesen Tempel hinein. Ich bin gespannt, was hier auf mich warten könnte vielleicht. Das ist auf jeden Fall nochmal sehr, sehr interessant, was hier vor sich geht. Oh, da haben wir nochmal einen. Ah, komm her, Freundchen. Ich zeig dir schon, was los ist hier. Oh Gott, muss aufpassen. Ich bin jetzt unter dem. Eigentlich müsste ich die höhere Reichweite haben. So, zack. Hier kriegst du direkt eine Links-Rechts-Kombi, mein Freund. Sehr schön. Ah, wo bin ich denn hier? Hier oben. Oh Gott, da kommt noch einer, da kommt noch einer. Meine Güte, der ganze Tempel ist ja voll mit den Viechern. Und da hinten kommt direkt der nächste an. Die wollen mir auf jeden Fall keine Pause hier lassen. Ich muss ein bisschen vorsichtig sein. Ah, mal gucken hier. So, zack, zack. Ich muss jetzt erstmal schauen, wo bin ich denn überhaupt gerade? Ich bin auf jeden Fall jetzt hier in diesem riesigen mittleren Gebäude. Oh, da kommt noch einer. Ah, komm schon her. Zack, sehr schön. Oh, nice, gekrittet. Da mache ich die aber schnell mit platt, wenn ich die kritte, die Freunde hier. So, sehr schön. Ah, okay, jetzt weiß ich, wo ich bin. Ich bin rechts von dieser kleinen Brücke da. Also bin ich jetzt hier an so einem äußeren Posten. Oh, da ist noch einer. Ja, sehr schön. Haha, gekrittet. So, komm her. Zack. Oh, hier scheint es nicht weiterzugehen. Hier scheint es irgendwie verschüttet zu sein. Okay, okay. Hier scheint es irgendwie... Ich wollte jetzt eigentlich nach da oben gehen, in den Turm. Vor allen Dingen, das sind so eigenartige Lichter. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich gehe einfach mal weiter hier. Vielleicht ist hier noch in dem großen Hauptsaal etwas. Hier scheint es auf jeden Fall sehr weit nach oben zu gehen noch. Oh Gott, aufpassen hier. So, zack, zack, zack. Ah, du blöder Zombie hier. Du entweihst auch noch, tust ja auch noch diesen riesigen Tempel entweihen. Und du genauso, weg mit euch. Aber ich frage mich, was diese Frostwächter bewachen. Wenn die schon hier sind, die müssen ja irgendwas bewachen. Da kommt der nächste. Oh Gott, das sind zwei. Uiuiuiui. Okay, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Oh, zwei Stück sind schon doch ein bisschen übler. Eieiei, zwei Stück, okay. Da muss ich jetzt ein bisschen aufpassen. So, sehr schön. Ei, zwei Stück sind auf jeden Fall von denen schon echt übel. Da muss ich aufpassen. Oh, was haben wir denn hier? Den Amboss? Den könnte ich vielleicht eigentlich mal mitnehmen. Aber egal, ich versuche jetzt erstmal. Da sieht es auf jeden Fall schon mal ein bisschen besser aus in dem Turm. Da könnte ich sogar vielleicht nach oben gelangen. Mal gucken. Hast du hier so Geräusche? Du ekelhaftes Scheusal, du. Weg mit dir. Den hauen wir erstmal um hier. Sehr schön.
Würde mal echt interessieren, was da oben in dem Turm drin ist. Ich will da unbedingt jetzt rein. Will wissen, was in diesem Turm bewacht wird oder so. Ich meine, wenn die hier schon alle rumstehen, irgendwas bewachen müssen sie ja. So, Freundchen. Da hast du dich mit dem Falschen angelegt. Oh, hier scheint es hoch zu gehen. Dann gehen wir direkt mal da hoch. Erstmal schnell ein Brot essen. Das geht aber... Oh. Hä? Ich höre... Was ist das für ein Geräusch? Ich höre hier irgendwas. Ich höre so ein Glitzergeräusch. Oh. Boah, jo. Oh, das hat mir noch gefehlt, dass da ein Creeper gleich in die Luft fliegt. Was? Tempelwächter? Da, ist das der Endboss oder was? Ist das... Oh, der kommt... Oh Gott, der kommt zu mir. Oh, den müssen wir klatschen. Oh, uiuiui, der hält aber gut was aus. Oh, ja. Der hat was fallen gelassen. Was habe ich denn hier? Dragon Scale Helmet. Blue. Oh, das... Wow. Moment. Das ist ein Eisdrachenhelm. Wie krass ist das denn? Ein Eisdrachenhelm. Ja, sehr schön. Den kann ich auf jeden Fall, den lasse ich direkt mal an. Der ist auf jeden Fall gut. Der scheint sogar besser zu sein als mein Diamanthelm. Ja, der scheint besser zu sein. Der ist auf jeden Fall krass. Den behalte ich erstmal an. Sehr geil. Passt ja, wenn ich auf meiner Kleinen reite. Und da habe ich so einen richtig schönen Eisdrachenhelm jetzt erstmal. Finde ich sehr geil. Ich frage mich, woraus der gefertigt ist. Aus welchem Material. Hoffe natürlich nicht aus Drachenschuppen oder so. Okay, jetzt gehe ich erstmal weiter hier. Aber ich meine, wenn der hier in diesem Tempel aufbewahrt wird, dann scheint das ja schon ein uraltes Relikt zu sein. Ich gehe jetzt erstmal in diese anderen Türme, bevor ich hier weiter in diesem Hauptgebäude gehe. Oh Gott, das scheint ein etwas besserer zu sein. Oh, okay, nee, der war doch nicht wirklich besser. So, zack, sehr schön. Dem habe ich direkt hier eine Combo gedrückt. Und der nächste ist dran hier, komm. So, zack, zack. Oh, nice, Level 2 sind meine Schuhe und meine Hose. Ich höre da schon wieder ein Geräusch. Ja, jetzt gehe ich erstmal da hoch. Erstmal gucken, was wir da oben haben. In dem Turm. Oh Gott, 3 Stück. Wow. 2 waren ja schon gerade echt ein bisschen übler. Aber, okay, ich habe es doch unter Kontrolle. Ja, sehr schön. Und zack, nochmal ein hier. Und jetzt schnell was essen. Okay, ich habe alles unter Kontrolle, Kevin. Ganz ruhig. Erstmal ein bisschen erholen. Durchatmen. Okay, und jetzt schaffe ich das. Jetzt gehe ich erstmal hier hoch. Irgendwie werde ich das schon geregelt bekommen. Ich muss herausfinden, was sich hier in diesem Tempel verbirgt. Ich meine, dieser Eisdrachenhelm, der war ja schon echt interessant. Vielleicht habe ich hier oben wieder irgendeinen großen Wächter oder so. Ich weiß es nicht. Einfach mal vorsichtig hier hochgehen, schleichen vielleicht ein bisschen. Ne, ein bisschen umgucken hier. Ich weiß ja nicht, vielleicht ist hier irgendwas Gefährliches oder so. Ich gucke mich ein bisschen besser um. Vorsichtig, Kevin. Ganz vorsichtig und sachte hier hochgehen. Wer weiß, was da oben auf dich wartet. Du weißt das nämlich nicht. Deswegen sei sachte und vorsichtig. Immer vorsichtig sein. Das nimmt ja gar kein Ende mehr. Wie hoch geht das denn hier? Das ist ja unendlich lang, diese Treppe. Wo geht... Ey, wo führt die hin? Diese Treppe hört niemals auf. Sie hört... Oh, da doch. Sie hört hier auf. Hier irgendwas? Nee, nix. Hier sind ganz viele Wächter. Oh, 3 Stück. 3 Wächter. What? Okay. Boah. Ich gebe mein Bestes. Boah, ich muss erst einen von denen wegklatschen. So, sehr schön. Einen habe ich weggehauen. So, und der nächste ist dran. Sehr schön. Und dich auch noch weggehauen. Oh, da kommt noch einer. Hier waren sogar 4. 4 Stück. Oh. Boah, das ist echt aber... Ja, okay. Hälfte haben sie mir rausgehauen. Boah, da muss ich aber echt gut aufpassen. Aber hier oben ist gar nichts. Hier ist einfach gar nichts. Hier ist nichts. Moment mal, hier muss doch irgendwo was sein. Das kann doch nicht sein. Eben war doch auf dem einen Turm auch so ein Tempelwächter. Hier war aber auch keiner. Aber warum waren dann hier 4 von diesen Wächtern? Irgendwas müssen die doch bewachen oder so. Irgendwas müssen die doch bewacht haben. Ich meine hier, wenn man diese Säulen sieht, ja, die gehen hier so hoch. Und da gehen die hoch und... Da ist eine Kiste. Da ist eine Kiste hinter. Vielleicht sollte ich die freilegen. Weiß nicht, ey, warum ist sie eingefroren? Warum ist die ganze Kiste eingefroren? Lass mal alles wieder ein bisschen auf. Oh. Ich glaube, das ist nicht gut, wenn ich den ganzen Tempel hier unter Wasser setze. Ich nehme mal eben ganz kurz schnell hier so ein Gold-Ding. So, zack. Sehr schön. Erstmal wieder. Warum ist die Kiste eingefroren? Ice Dragon Bone Sword? Eisdrachenschwert? Ich habe ein Eisdrachenschwert. What? Junge, das ist... What? Ich bin der Eisdrachen. Was? Ich bin ein Eisdrachenkämpfer. Ich hab... das Eisdrachenschwert.
Oh, jetzt will ich aber direkt mal sehen, wie stark das ist. Jetzt können die sich aber hier alle warm anziehen. Ja, warm anziehen müssen sie sich auf jeden Fall, wenn ich hier mit dem Eisdrachenschwert komme. Yo, wie riesig ist denn dieses Schwert? Erstmal kurz was essen. Jetzt aber nicht übermütig werden. Also hier muss ja noch mehr in diesem Tempel sein. Ich meine, wenn ich jetzt schon so eine mächtige Waffe hier gefunden habe, das Eisdrachenschwert. Ich bin echt gespannt, was das kann. Da bin ich echt mal gespannt drauf, was die Waffe jetzt drauf hat, so. Erstmal vorsichtig hier runtergehen. Ich weiß ja nicht, vielleicht kommen hier noch mal ein paar Wächter oder so. Aber die sollten mit diesem Schwert auf jeden Fall kein Problem mehr darstellen. Na gut, hier ist schon mal nichts mehr, dann gehe ich jetzt mal weiter. Vielleicht sollte ich mal versuchen, da hinten in diesen Turm reinzugehen. Vielleicht finden wir ja da noch etwas. Ja, hier geht's nach oben gehe ich dann nachher. Erstmal da hinten in den Turm gehen. Es ist schon mittlerweile sehr dunkel. Boah. Boah. Uiuiuiui. Boah. Der hat mich echt überrascht. Das war aber jetzt knapp. Boah. So, zack, Freundchen. Ihr habt gar keine Chance. Boah, das Schwert ist auf jeden Fall richtig stark. Junge, Junge, Junge. Das geht ab. Eieiei, ist das ein krasses Schwert. Damit hau ich sie auf jeden Fall sehr geil um hier. So, zack, Freunde. Gegen mich habt ihr keine Chance. Erstmal will ich herausfinden, was ihr hier macht und vor allen Dingen, was ihr hier bewacht alles. Diese ganzen uralten Artefakte, die kann ich gut gebrauchen im Kampf gegen Kartoffelnase. Ja, den darf ich auch nicht vergessen. Ich darf mein Ziel nicht aus den Augen verlieren. Boah, auch wenn hier so viele von diesen Wächtern sind. Jetzt sollte ich sie auf jeden Fall schaffen. Ohne Probleme. Mit dem Eisdrachenschwert. Sehr geil. Boah, was ist das denn? Eisgeist. Ah, okay, den werde ich auch noch schaffen. Keine Sorge, ich habe das mächtige Schwert. Ja, mit dem Schwert ist der ja wohl ein Klacks gewesen. Und er hat auch was gedroppt. Schuhe und... eine Rüstung? Wo habe ich denn die Schuhe her? Ich habe eine Eisdrachenrüstung. Aber die Schuhe... Oh, oh, krass. Aber die Schuhe, die sind nicht so mächtig wie die anderen Teile. Den fehlt es noch an Macht. Vielleicht muss ich die irgendwie noch verbessern oder so. Ja, da werde ich mich auf jeden Fall auch mal vielleicht... Vielleicht kann mir da irgendwie Hermann oder so helfen. Ich meine, Hermann hat ja den Zaubertisch. Vielleicht kann ich die damit noch mächtiger machen. Aber in dem einen Ding, da war jetzt gar nichts gewesen. Wo ich eben war in dem Turm. Der scheint auch irgendwie verschüttet zu sein. Vielleicht musste ich mich aber auch nur da durchbauen und nur der Eingang ist verschüttet. Das könnte natürlich auch eine Idee sein vielleicht, dass ich mich da irgendwie einbauen muss oder so. Ich gehe da einfach jetzt mal hin, ich guck mal. Vielleicht muss ich da einfach nur noch ein bisschen was freilegen. Einfach mal schauen, vielleicht finde ich da ja noch mal was. Wäre auf jeden Fall interessant zu wissen. Also, wer hatte ich denn die Schuhe? Die hab ich gar nicht mitbekommen. Hatte ich die schon die ganze Zeit? Gar nicht aufgefallen. Hier ist eine Hose in der Kiste sogar noch. Okay. Also hier scheinen die in diesen Türmen... scheinen irgendwie diese Artefakte aufbewahrt zu sein. Aber... okay, hier scheint es nicht mehr weiterzugehen. Der Turm scheint komplett verschüttet worden zu sein. Die ziehe ich jetzt aber auch erstmal an die Hose. Sehr geil. Boah, jetzt habe ich ein Eisdrachen-Set. Junge, Junge, Junge. Jetzt sehe ich aber krass aus. Also... da würde ich einfach mal sagen, meine lieben Freunde, könnt ihr mir auf jeden Fall mal schreiben, wie ihr das Set findet. Mega krass, ein Eisdrachenritter bin ich jetzt einfach. Sehr geil. Als Bewahrer der Eisdrachen ist es meine Aufgabe, herauszufinden, was sich in diesem Tempel befindet. Und ich glaube, dafür muss ich weiter nach oben, um meiner Mission nachzugehen. Aber diese Schuhe, die sind nicht so mächtig wie der Rest. Das würde mich mal interessieren. Wow, 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 wow. Weg mit dir. Haha, gegen mein Schwert hat keiner eine Chance. Das ist so mächtig, diese Waffe. Sehr schön. Die Frage ist nur, ich hatte gesehen, es gibt hier mehrere Aufgänge. Da hinten ist einer und da ist einer. Die Frage ist, welchen nehme ich zuerst und was befindet sich da oben? Ich meine, da muss ja irgendwas sein in dieser riesigen Haupthalle. Ich glaube, ich werde hier vorsichtig nach oben gehen. Aber ich habe keine Ahnung, was sich da oben befindet.